Hallo Freunde. Grundsätzlich empfehle ich ja, die Schläger so auszuwählen, dass ihr sie möglichst perfekt trefft. Unabhängig davon, ob die jetzt total cool aussehen oder ob du ein Einser-Eisen in der Tasche hast oder so. Aber fürs Training ideal, mal ein schönes Blade oder so aus dem Keller zu holen oder sich eins zu leihen. Notfalls kann man damit auch Brot schneiden. Aber fürs Training verzeihen die so wenig Fehler und zeigen dir jeden Off-Center-Hit und die Qualität deines Schwungs. Das bedeutet, trainiere auf der Driving Range mal mit einem richtigen Blade-Schläger, vielleicht auch mit einem relativ harten Stahlschaft, einfach um dich ein bisschen herauszufordern und noch mehr Feedback darüber zu kriegen, wie du den Ball triffst. Schauen wir mal, wie ich die treffe. Und das ist ein altes Wilson, naja, so alt ist es nicht, Wilson FG 62 X100 Dynamic Gold Shaft. Und er war ziemlich perfekt getroffen. Das ist natürlich ein super geiles Gefühl. Mal schauen mal, jetzt treffe ich mal absichtlich, wobei manchmal muss ich mir da gar keine Mühe geben, etwas an der Spitze. Boah. Und das ist schon ein furchtbares Gefühl. Vibriert immer noch, aber man merkt halt deutlich, dass der total an der Spitze getroffen ist. Ja? Also viel besseres Feedback. Und fürs Training finde ich das ideal. Ja? Dann habe ich hier noch einen KZG mit einem Nippon Pro, etwas leichterer Schaft. Schwunggewicht ist auch niedriger. Ich glaube, der hat sogar nur so 10,9. Mal gucken. Der Ball fliegt auch schon viel höher. Man merkt auch schon, es ist viel mehr fehlerverzeihend. Und jetzt mal verglichen mit einem richtig fehlerverzeihenden Schläger mit einer ganz breiten Sohle. Viel Cavity Back. Und ich treffe den mal absichtlich ein bisschen an der Spitze. Und eigentlich fliegt der wie immer. Also ich habe schon gemerkt, dass er ein bisschen an der Spitze getroffen war, aber so viel Unterschied auch nicht. Das bedeutet, das Training mit dem Blade gibt dir viel mehr Informationen über die Qualität deines Schwungs. Und wenn du dann wirklich gut triffst, ist natürlich auch ein super Gefühl. Auf dem Platz nach wie vor deine normalen Schläger, vielleicht ein schönes Cavity Back, einigermaßen fehlerverzeihend, schöne große runde Sohle. Und damit will ich nicht sagen, dass das nur Anfänger machen sollten. Ich spiele die genauso auf dem Platz, aber fürs Training macht so ein Blade halt richtig Spaß. Der war an der Spitze getroffen. Vielleicht hört man es auch ein bisschen am Ton. Ich merke es auf jeden Fall am Schmerz. Und jetzt mal einen im Sweet Spot. Ja, besser. Und da sieht man auch optisch bereits deutlicher Längenunterschied. Also mit dem Blade im Sweet Spot getroffen. Der geht da richtig vom Blatt. Man sieht die Geschwindigkeit vom Ball. Bisschen flacherer Ballflug, was natürlich auch an dem sehr harten Schaft hier liegt. Aber sobald man den Off-Center trifft, leicht dünn, zu viel an der Spitze, verliert er ordentlich Länge und man kann das optisch schon wahrnehmen. Wobei bei so fehlerverzeihenden Schlägern, wie gesagt, merkt man zwar ein bisschen, wenn er nicht genau in der Mitte getroffen ist, aber man kann wirklich nicht einen Längenunterschied optisch festmachen. Ja, schöner Sound, fliegt grundsätzlich ein bisschen höher, weil das ist ein Graphitschaft, der auch deutlich weicher ist. Und ich persönlich kann auch empfehlen, einfach die Schläger mal zu wechseln. Weicher Graphitschaft, harter Stahlschaft, Blade, Cavity Back. Denn dadurch stellt sich der Körper auf unterschiedliche Bedingungen ein und die Qualität deiner Bewegungskultur nimmt zu und das wird zuträglich sein für jeden deiner Golfschläge. Denn auf dem Platz ist immer alles anders. Vielleicht stecke ich mir dieses Blade doch mal wieder in die Tasche. Ich muss es ja nicht schlagen, aber es sieht cool aus. Man muss sagen, wenn man sich auf der Range damit einspielt und den Ball dann regelmäßig auch trifft, funktioniert schon sehr gut. Aber wir wissen alle, wie das ist. Dann nehmen wir die Dinger mit auf den Platz, der Stress ist größer und schon ist nicht mehr so viel Sicherheit da. Deswegen auf dem Platz Empfehlung,
deine verzeihenden Schläger zu spielen. Ich mache das genauso. Und Energieressourcen zu schonen, um sich darum zu kümmern, wo der Ball hin soll. Richtige Gedankenbilder schaffen und gut spielen und Spaß haben. Was kann die da? Naja.